So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt genau. Dann bringen wir sie dort drüben so an, dort so und hier so. Irgendwie. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seht es eh gleich, falls ihr es nicht wisst. Dann hüpf mal. Hüpf und setze, mein Freund. Hüpf und setze. War das jetzt richtig? Wie sind die Fackeln da drüben jetzt nochmal angebracht? Nochmal runter. Ich muss mal gucken, auf welcher Höhe ich zuerst eine Fackel angebracht habe. Also die oberste. Ja, war jetzt etwas verplant, aber was soll's. Ist das jetzt die oberste Höhe? Ist das jetzt ganz oben? Man sieht's nicht so gut. Doch, das ist ganz oben. Gut, dann kommt sie auch da drüben ganz oben hin. Aber in diese Richtung gerichtet. Also praktisch so. Ich bin eine Fackel. Hüpf, 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 hüpf. Ja, dann halt nicht hüpf, hüpf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoffentlich reichen die Fackeln noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geht der genau auf. Glück gehabt, dass es per Zufall genau aufgeht. Ist ja nur Zufall. Ich habe ja vorher nichts irgendwie geguckt oder ausgerechnet oder was auch immer. Reiner Zufall. Ja, Tachchen, mein Name ist Zufall. Reiner mit Vornamen. Oh, wir leiden unter starkem Hunger. Wir müssen gleich mal was reinmampfen. Das machen wir noch, bevor die Aufnahme endet. Das hätte ich fast vergessen zu zählen. 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Hoffentlich reichen die Fackeln noch. So. Freunde, wisst ihr, der Vollständigkeit halber. Machen wir ein Holzfundament. Fundament. Kann man ja mal machen. Aus Jux und Dallerei. Dallerei oder Dollerei? Ich glaube Dallerei. Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt es mir ja sagen, wenn ihr klugscheißern wollt. Du kannst kein Deutsch. Naja. Bitte reicht, ihr Holzblöcke. Bitte reicht aus. Ist doch nur eine kleine Bitte an euch. Eine ganz kleine. Das ist ein bisschen unheimlich. So. Ja, gut. Ach ja, Fackeln setzen. Hier sind sie schon. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. Dann haben wir noch genau... Ja, das reicht da exakt. Wie geil ist das denn schon wieder? Wieder nichts vorberechnet. Reicht einfach. Ich find's geil, dass ich immer so ein Glück habe. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Das rede ich dann. So, jetzt sitzt es richtig. Das kann man sich nochmal ein bisschen von weiter weg angucken. Aber ganz vorsichtig, bitte. Ach, jetzt kann er nicht mehr rennen, weil er Hunger hat. Ja, das geht doch eigentlich. Schön beleuchtet. So, haben wir noch was zu essen? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir halt mal ein Happen verrottetes Fleisch essen. Jetzt bin ich aber krank. Wie kuriert... Oh, verdammt. Ich
wusste gar nicht, dass das wirklich stimmt. Was macht das jetzt? Sterbe ich da dran? Ich will nicht sterben. Ich will aber nicht. Nein. Lass mich. Nee, jetzt bin ich nicht mehr krank. Okay. Jetzt reicht der Hunger mal wieder ein bisschen aus. Aber hier sind keine Tiere. Hier sind nirgendwo Tiere. Verdammt. Ich soll bis tagsüber warten. Hier spawnen einfach keine Tiere. Was soll denn das? Normalerweise, wenn da unten Licht ist, müsste da was spawnen. Na, du alter Skelettmann. Siehst du doch auch so. Oder auch nicht. Bleib stehen. Ja, dann muss ich eben woanders hinzielen. Auf jemand anderen. Dich trifft es. Verdammt, bin ich schlecht. Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr. Naja. Das verrottete Fleisch war keine gute Idee. Das hat überhaupt nichts gebracht. Komm, wer will jetzt schon wieder aufs Maul? Wo? Du. Damit hast du nicht gerechnet, was? Verrottetes Fleisch zum Pressen. Nein, doch nicht. Keins gekriegt. Ich höre doch schon wieder ein. Ja, also. Ich bin Pro, wisst ihr? So ein richtiger Pro. Ja. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Schnell schlafen gehen und dann die Items zurückholen. Sonst ist das alles weg. So, jetzt aber ganz flotti. Jede Monster einfach ausweichen. Ja, mir egal. Wenigstens haben wir jetzt keinen Hunger mehr. Ja, da hinten brennen sie alle. Sprinten! Du musst dir die Items holen, Junge. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße, wie viele Skelette sind denn das? Das ist ja nicht normal. Nein, schießt nicht auf mich. Das kann ich gar nicht brauchen. Lasst mich in Ruhe. Ich warne euch, ich kann Kung Fu. Ach doch, ich sprinte noch, okay. Ich check das immer nicht ganz manchmal, ob ich wirklich sprinte oder nicht. Ich sollte noch irgend so einen Geschwindigkeitseffekt oder sowas einfügen. Jetzt sprinte ich nicht mehr. Das Verziehen des Wildes reicht nicht, immer ganz um festzustellen, ob man wirklich sprintet. So lange gibt es die Funktion noch nicht, dass ich das anhand des Tempos checke. Sprint halt auch mal. Mein Gott. Scheiß Creeper. Ich dachte doch, hier war ein Zombie oder ein Enderman. Und da war es ein Creeper. Und ich habe wahrscheinlich auch noch ein Zombie oder ein Enderman gehört. Aber trotzdem hat uns dann der Creeper hochgebombt. Naja. So, jetzt aber schnell suchen. Wo war das? Ich will die Items haben. Jetzt komm schon. Wo war es? Da. Die sind noch nicht weg. Oh, gut. Hab schon wieder einen gehört. Die fliegen hier auch durch die Gegend, die ganzen Items. Was war denn das gerade? Das ist wohl eine Rüstung. Ein Teil einer Rüstung. Die hat sie auch zerschossen. Die ist auch relativ kaputt jetzt. Verdammt, verdammt. Ja, hier liegt noch Zeug rum. Da unten liegt Zeug rum. Ja, mecker halt. Alles wieder einsammeln hier. Liegt hier noch irgendwo was? Ja, da war gerade noch was. Auf die Bäume, hast du was auf die Bäume gefeuert? Oder nach unten? Geil, uns hier gab was an? Nö. Hab ich kurz gedacht.
Ah. Da war noch was. Da liegt noch was. Geronimo. So. Sonst aber alles tutti, kompletti, paletti, alles in Butter. Ja, mecker halt, mein Gott. Halt's Maul. Da unten liegt nix, ne? Hätte ja auch sein können. Schwerter, 4 Stück, stimmt. Schaufeln. 2 Stück stimmt, glaube ich, auch. Äxte. So, ja, Spitzhacken. Doch, das stimmt jetzt, glaube ich, alles. Halbwegs. Legen wir mal die Rüstung wieder an. Die ist ja auch so gut wie im Arsch. Ich glaube, uns hat es auch 2 Teile weggepfeffert, komplett. Ja, die ist ja auch fast im Eimer. Ich glaube, 2 Teile hat uns echt weggepfeffert. Moment mal. Das stimmt jetzt wieder eher. Jedes Mal, wenn ich kurz raus war aus dem Minecraft-Tab, dann ist er danach ziemlich flüssig. Moment. Nee, doch nicht. Also immer dann, wenn ich sage, trifft es nicht zu. Lass mich doch mal eben hoch. Danke. Knochen! Wo kommt der denn hier? Wo ist der Heimweg? Heimweg? Hallo. Bin ich gerade? Hallo? Geh ich mal ganz nach oben. Hauptsache, uns bombt nicht wieder was weg. Ich werde die Folge, dass die Aufnahme auch jetzt dann beenden. Ich glaube, 4, weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Wenn ja, ich muss die Aufnahme hier erstmal kontrollieren und dann müsste ich noch 4 aufnehmen. Wenn es flott geht, dann nehme ich noch 4 auf. Wenn nicht, dann im Anschluss morgen. Also heute noch, aber ihr wisst, was ich mit morgen meine. Also bei mir ist es jetzt nach 12 Uhr nachts, also ist es noch heute, schon heute. Und nicht morgen, der Tag, den ich meine. Zum Glück haben wir noch einige Sachen abgelegt und hatten nicht komplett alles Wichtige dabei, wie alle Werkzeuge oder sonst irgendwas. Ja. Mit diesem Blick in Richtung Heimat, sage ich mal, mir hat es Spaß gemacht, mal endlich wieder aufzunehmen. Habe auch ziemlich lange gemacht jetzt. Und dann sage ich mal, bis das nächste Mal in Let's Play 4. Hoffentlich gefällt euch das Special. Hoffentlich gefällt euch, was wir jetzt hier fabriziert haben. Dieser Turm, das war vorher noch gar nichts. Den haben wir jetzt hochgezogen. Haben uns Mühe gegeben und es geschafft. In kürzester Zeit, muss man wirklich sagen. Damit sage ich, ich bin's, euer Anbanner. Und damit sage ich, tschüssi.